Hallo meine Latronauten, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge GTA Online. Heute wieder mit einem der neuen Stuntrennen, und zwar rund um die Docks ein Motorradrennen, wo man, wenn ich mich nicht irre, aber kein Motocross-Motorrad nehmen sollte, sondern tatsächlich eine Straßenmaschine, und deswegen habe ich mich für die Bati entschieden, weil ich keine andere habe. Außer eine Nightblade, glaube ich, heißt sie. Aber, ja, das macht keinen Sinn. Wir sind leider nur zu dritt in der Runde. Das liegt daran, dass, glaube ich, dass Motorradrennen an sich einfach nicht ganz so gern gesehen sind. Die beiden fahren mit diesem komischen Mega-Ding da, deswegen könnte es gut sein, dass ich wenig bis gar keine Chancen habe. Aber das werden wir gleich sehen. Die Maschine, die haben, ist halt schon stark auch, ne? Muss man halt mal so sagen. So, schauen wir mal, wie es so wird, ob die beiden... Ich glaube, so bin ich auch noch nicht mit dem Motorrad gefahren. Also, ich glaube, die Rennen, die ich bis jetzt gefahren bin mit den Motorrädern, waren eher normale Rennen. Also Motocross-Dinger. Keine Ahnung. Bin ich mal gespannt, wie das jetzt so wird. Ob das lustig ist. Wie er einfach weitergesprungen ist als ich, diese Sau. Wow, das war knapp. Okay. Ist jetzt aber ganz lustig, muss ich sagen. Ich muss nur mal kurz ein bisschen vom Gas runter, weil es doch vielleicht ein bisschen zu schnell wurde. Aber da ist der. Der ist direkt hinter uns, Alter. Lalalala. Alter, das ist nicht dein fucking Ernst. Du hast mich mit voller Absicht einfach runtergedrückt, du... Spasken, ey. Unglaublich, wie ich das hasse. Wie ich das einfach hasse. Solche Leute. Nein! Fuck! Alter! Fahr doch! Mann, ey! Ja, bin ich mal gespannt, ob ich die noch kriege. Wir könnten mal wieder ein bisschen Wheelie-mäßig unterwegs sein. Vielleicht haben wir dann noch eine Chance. Vielleicht macht er einen Fehler. Vielleicht macht er einen Fehler, so wie ich es hier gerade tue. Wow. Komm schon! Wir setzen uns ran. So schnell gebe ich das hier noch nicht auf. Hallo, da bin ich wieder vorbei an dir. Das Ding ist halt jetzt, bleibst du fair, ne? So, fände ich schon nice von dir, wenn wir das fair zu Ende fahren könnten, das ganze Ding hier. Fände ich schon süß. Ich spring daneben. Das war knapp. Ist jetzt ernsthaft runtergefallen? Alter! Was denn für eine Scheiße? So, jetzt können wir uns ein bisschen absetzen, und eigentlich, wenn wir alles richtig machen, dann sollte das eventuell auch bis zum Ende reichen. So, jetzt kommt wieder dieses Ding hier. Wow, da hat es mich ein wenig erwischt, aber alles gut. Alles im Bereich des Machbaren. Aber ich fahre jetzt extra ein bisschen mehr mit Rudy, weil ich will dieses Ding hier gewinnen, weil ich bin eigentlich, relativ gut in Motorradrennen.
Also wenn nicht irgendeine richtige Scheiße passiert, dann bin ich schon immer vorne mit dabei. Gerade bei dem Motocross-Rennen bin ich eigentlich immer ja, sauber. Komm schon! Badabam! Gewinnt hat er! Geht aber euch, hä? Was geht da bei euch? Ich bin jetzt Dagi B-Double. Sauber. Nice one. Ja, lief nicht so richtig bei euch, ne? Wir sehen uns dann gleich zum nächsten Rennen wieder. Und weiter geht's mit Stunt 45 Grad. Anscheinend sind sie dagegen, dass ich meine eigene Maschine benutze. Deswegen haben die beiden jetzt, oder zumindest der, sagen wir mal, der Host entschieden, gibt jetzt nur noch Maschinen, die nicht getuned sind. Gut, dann soll es so sein. Diese nicht. Die oder die Vortex. Bremsleistung, Traktion. Ich glaube, es macht keinen großen Unterschied. Wir nehmen einfach mal die. Damit bin ich auch noch nicht gefahren. Und dann gucken wir mal, wie das so wird. Die beiden fahren anscheinend mit der Vortex. Deswegen bin ich mal gespannt. Ja, ich weiß nicht, ob ich so die gute Wahl getroffen habe. Da vorne, er fährt mit einer Dings. Okay. Gut, dann schauen wir mal. Direkt wieder in den Wheelie-Modus gehen. Hier aber direkt mal zeigen, Leute. So nicht. Aua. Das war ziemlich doof. Okay. Also heute mal zwei Motorradrennen und dann gucken wir mal, wie das so aussieht. 45 Grad, nächste Strecke mit dem Motorrad. Ich wollte euch übrigens was erzählen. Und zwar ist es so, dass nächste Woche keine GTA-Videos kommen werden. Also weder der Mittwoch noch der Freitag werden nächste Woche kommen, weil nächste Woche ein neues Game kommt. Ich werde es auch euch diesmal einfach direkt verraten. Und zwar kommt nächste Woche Ghost Recon. Tom Clancy, das neue Rainbow. Nee, Quatsch, gar nicht. Rainbow Six. Ist ja gar nicht. Ist einfach nur Tom Clancy's Ghost Recon. Das neue Ghost Recon, das ist neu. Wildlands in dem Fall, das Online-Game. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, wie es denn so wird. Ich werde es mit dem Xestrus. Wo kommst du denn her, Alter? Ich werde es mit dem Xestrus zusammenzocken. Und da werden wir mal reingucken. Deswegen nächste Woche gibt es dann einfach komplett die ganze Woche über jeden Tag Ghost Recon und Minecraft. Dafür gibt es dann nächste Woche kein GTA und kein Conan. Zu Conan werden wir wahrscheinlich euch noch ein bisschen was erzählen, weil Conan, muss man leider sagen, so ich spoilere euch das jetzt schon mal ein bisschen, Conan wird wahrscheinlich erstmal ausgesetzt oder komplett beendet. Wir wissen es noch nicht so ganz genau, weil Conan halt so ein bisschen stagniert. Also wir hatten uns beide tatsächlich so ein bisschen mehr erhofft, dass Funcom da Gas gibt und richtig richtig schnell auch was nachliefert. Aber die sind tatsächlich gerade einfach so sehr damit beschäftigt, die Scheiße aus dem Spiel rauszuholen, dass sie es nicht schaffen, neuen Inhalt zu liefern. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, erstmal es zumindest auszusetzen. Ob es dann irgendwann wieder ins Format kommt, ob irgendwann wirklich so toll wieder ist, dass man sagt, okay, es lohnt sich auch wieder, das zu spielen. Das wissen wir noch nicht, aber das wird sich dann halt zeigen, so, ne? Da müssen wir mal gucken. Okay.
Und dafür wird halt das neue Format dann eben das Ghostland, Wildlands sein. Ghost Recon Wildlands, so rum. Und da freue ich mich drauf, weil der Xestrus und ich, wir haben gerne zusammen The Division gezockt. Das war auch sehr, sehr lustig. Aber The Division war dann irgendwann so, das Endgame war halt eben, also ich sag mal so, die erste Mission war, also diese erste Endgame-Mission war am Anfang relativ kompliziert. Und am Ende viel zu einfach. Und die zweite Mission, die da kam, die war einfach auch, die habe ich, glaube ich, einfach komplett am ersten Tag clear gemacht, wo sie rausgekommen ist. Was massiv langweilig war und deswegen, das Endgame war da halt ein bisschen schwach und deswegen haben wir das dann auch irgendwann aufgehört. Das haben wir in der PlayStation 4 gezockt übrigens. Und, ja, ne, und deswegen freuen wir uns so auf Wildlands, weil wir glauben, dass das so ein bisschen an Division rankommen könnte. Und das macht uns ja beiden Spaß. So, wir hatten überlegt, wir wollten eigentlich irgendwie so in Richtung Ego-Shooter oder sowas gehen. Ja. Das Ding ist halt, Battlefield hätte der Rechner vom Xestrus nicht mitgemacht, Battlefield 1. Infinite Warfare, da wird dem Xestrus schlecht. Er hat es ja in einem Conan-Video, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob ich das rausgeschnitten habe. Egal, auf jeden Fall hat er es mal gesagt, dass er diese Motion Sickness hat. Das heißt also, er hat es auch schön erklärt, so sein Gehirn glaubt, dass das, was da auf dem Bildschirm passiert, auch in der Realität passiert, aber sein Gehörsinn, also sein Gleichgewichtssinn, merkt, es passiert gar nichts hier. Und deswegen wird ihm dann halt eben schlecht, weil wenn das Hirn irgendwie was wahrnimmt und was verarbeiten möchte, das aber nicht so ist, dann ist halt dieses schlecht werden halt eben, ist ja immer ein Zeichen für, hey, hier stimmt irgendwas nicht. So, und das ist eben bei ihm auch so. Und deswegen kann er nicht jeden Ego-Shooter spielen. Und da gehört halt eben Infinite Warfare zu. Infinite Warfare kann er nicht spielen, weil das zu schnell ist, das Spiel. Deswegen könnte er jetzt zum Beispiel auch nicht Paladins mit mir zocken oder Overwatch oder so, weiß ich nicht. Overwatch weiß ich gar nicht, ob er das zocken könnte. Weil das einfach zu schnelle Spiele sind. Und ja, dann haben wir halt gesucht und gesucht und gesucht und irgendwann sagte er so, ey, Ghost Recon Wildlands kommt raus und ich sagte so, ja, okay, das dauert aber halt noch und er sagte so, nö, nächste Woche. Und dann haben wir uns halt eben dazu entschieden, haben es gestern vorbestellt und haben gesagt, okay, dann würden wir das als nächstes Let's Playen so. Weil ich halt eben Bock habe, auch weiter mit meinem Bruder was zu machen und ich glaube, bei euch ist es auch ganz gut angekommen. Und deswegen habe ich mir auch schon überlegt, dass ich ihn vielleicht mal in die ein oder andere GTA-Aufnahme damit reinnehme, weil er halt jemand ist, der unglaublich gerne Rennen fährt und er auch jemand ist, der da so ein bisschen auf meiner Schiene fährt. Und wir halt so beide sagen, okay, wir könnten in GTA halt auch realistischere Rennen fahren. Ne? Wir müssen das nicht unbedingt so machen, wie uns das hier die Stunt-Rennen vorgeben. Wir können das eben auch auf eine realistischere Art und Weise machen. Und ja, das ist vielleicht dann irgendwie das Nächste, was wir mal irgendwann angreifen, dass wir zusammen Rennen fahren. Wir haben auch schon zusammen ein bisschen gezockt, weil wir müssen ihm ja ein bisschen Kohle beschaffen, damit er sich so das ein oder andere Auto kaufen kann, um dann überhaupt konkurrenzfähig zu sein. Und da schauen wir mal. Das wird auch schon noch werden. Also von daher, da sind wir alle mal ganz entspannt hier. Und freuen uns auf jeden Fall nächste Woche. Die erste Folge kommt dann. Ich hatte überlegt, dass die erste Folge am Dienstag um 12 Uhr kommt. Dienstag 12 Uhr und dann kommt eventuell, je nachdem, wir müssen halt, das Problem ist, wir müssen mitten in der Nacht aufnehmen, weil ich tagsüber keine Zeit habe. Wir müssen also runterladen und aufnehmen. Und die erste Folge kommt um 12 Uhr und dann, je nachdem, wie wir es schaffen, wie viel wir aufgenommen kriegen, kommt eventuell sogar an dem Tag abends um 18 Uhr noch eine Folge. Da müssen wir, wie gesagt, aber das weiß ich nicht ganz genau. Das werden wir mal schauen. Wie dem auch sei, wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Da drüben sind ein paar Videos zu sehen und ansonsten sage ich wie immer, bis denne!